So, das war eine ganz schön lange Folge, die vorherige. Fast 40 Minuten. Aber es war ja auch ganz schön spektakulär. Jetzt fliegen wir hier noch schnell und dann... vielleicht treffen wir eine Lien nochmal. Ich glaub's fast nicht. So. Und natürlich ist der Schatz mal wieder verloren. Obwohl man ja, also, selbst wenn das jetzt hier untergeht, obwohl jetzt bricht gleich die ganze. Warum bricht denn gleich die ganze Höhle zusammen? Aber selbst da, für 400 Millionen und dann das historische Ding, würde man vielleicht das auch wieder aufsprengen oder große Expedition nochmal versuchen. Ach du Scheiße! Oh, Nate! Nate! Hey. Bist du okay? Hey. Hey Sully, ich hab sie. Wo seid ihr? Gleich hier. Nathan nicht noch voll den Bauchschnitzer bekommen? Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem... müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Hm? Geht klar. Danke, Sully. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschung überall auf dem Bett des Direktors. Eine hey, 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 was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, er war... Du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war... interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, darum das geht's bist nicht. Du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, aber... ich dachte nur... nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Stattdessen habe ich irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja... ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, unser Taxi ist da. Ja. Wir haben's weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Das ist voll. Ja. Und, Victor, was steht jetzt an? Hm?
Also, bevor ich hier eingezogen wurde, habe ich an einer Art Geschäft gearbeitet. Geschäft? Hm. Gefährlich? Mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenne da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Oh, ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt dein Mann nach Hause? Das ja nicht. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Ah. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, ne? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein. Ich glaube, ich brauch mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, du. Was? Na komm schon, ernsthaft. Oh, doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann! Hey, morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay, perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du, das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh, okay. Wie? Wieso? Tja, es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Nein, Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier draufgehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Wrack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal.
damals auf dieser Insel, habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner super teuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jameson nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also, was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde vollauf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich vollauf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Meine Hand-Augen-Koordination ist viel besser. Echt? Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da liegst du ja auf sowas von daneben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. Okay, dann. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das... Okay. Schön. Bin dabei. Ein kleiner Applaus für Uncharted 4. Was für ein schönes Spiel. Und jetzt können wir tatsächlich hier nochmal den Crash Bandicoot Level spielen. Ich werde bescheuert. Ach, herrlich. Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, dass da irgendwie keine übernatürlichen Elemente oder so drin waren. Ich fand, das war auch jetzt ein schönes Ende. Schön, dass... Entschuldigung. Dass keiner gestorben ist. Fand ich auch gut. Das war alles in Ordnung, meine Damen und Herren. Nee, echt ein schönes Spiel. Sieht toll aus, spielt sich gut. Manche Abschnitte vielleicht irgendwie gefühlt vielleicht ein bisschen zu lang teilweise in manchen Bereichen. Oder irritierend lang. Also, hätte ich anders erwartet. Aber es hat ja die ganze Zeit Spaß gemacht. Also wirklich schöne Sache, ein schöner Abschluss. Und zum Glück auch schon wieder die Stelle. Zum Glück auch der letzte Teil der Serie. Also, ich hoffe, es bleibt dabei. Denn, ach, verdammt. Denn das passt einfach gut. Also, dass das das Ende sein soll. Ganz blöd, wenn jetzt nochmal irgendwie auf Teufel komm raus versucht wird, da nochmal irgendwie eine Fortsetzung reinzusetzen. Andererseits vielleicht in 5 Jahren oder so würde man vielleicht sagen, Gott, dann machen wir halt noch irgendwie was. Aber jetzt erstmal ist okay, dass es Schluss ist. Nein! Das ist die Stelle, wo ich immer sterbe. Das ist sie. Ah. Oh, traurig. Einzige Sache, die ich mich bei diesen Sachen immer frage, warum? What the fuck? Wo bleiben die? Ist das die Tochter? Das ist ja cool. Das ist ja super. Ach,
Ach, dann wäre vielleicht eine Fortsetzung doch irgendwie cool. Altmodisch. Hey, Moment, aber die, das war doch eine zu dünne Hülle. Die waren doch früher in... Doch nicht richtig. Die waren doch früher in dickeren Hüllen, die PlayStation-Hüllen. Was ist da los? Ich zur Fälschung. Nee, was ich mir immer so ein bisschen frage ist, warum können die da nicht nochmal eine richtige Expedition hinschicken? Ich meine, da kommt man doch ran. Das frage ich mich aber auch immer bei diesen ganzen Abenteuerfilmen, wo dann am Ende irgendwie die Höhle zusammenstürzt oder der Tempel und so. Aber man kommt doch da nochmal ran eigentlich mit der Ausgrabungstechnik und generell der ganzen Technik, die man heute so hätte. Auch immer ein bisschen klar, soll natürlich für die Story so sein, aber... Dad? Jemand da? Juhu! Bei denen sieht's ja auch lustig aus. Oh, das sieht schön aus. Oh, ist das süß! Sorry, Sally. Wow. Sam sieht so jung aus. So, die letzte Seite. Das ist eine wirklich schöne Idee. Ach, was für ein schöner, runder Abschluss. Die sind wohl abgehauen. Wow, so cool. Die muss ich mir mal wieder von Mom leihen. Noch erfährt, wie sie wohl heißt. Mal sehen, was du hast. Mom hört komische Musik, aber die hier gefällt mir. Und vor allem, wie heißt der Hund? Wir sollten echt eine Party schmeißen. Würde keiner merken. Oh, was auch noch spannend wäre, wo das wohl ist. Also das ist nicht in der... Sie sind... Ja klar, gut, sie sind ja da hingezogen. Scheinbar. Na gut. Oh, der Job aber nur in Malaysia war ja nur ein Job. Also sie wohnen zumindest nicht mehr da, wo sie... Ach komm, einer geht noch. Na gut. Aber das ist das Letzte für heute. Okay? Na gut. Was hat sie denn für eine lustige Uhr? Voll retro. Na, heimlich ein Bier. Na bitte. Diese zwei. Ja, was schreibt er denn? Wir sitzen in einem kleinen Café in einer belebten Straße von Havanna und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag. Niemand verfolgt uns. Der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenem Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte, nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam daran, dass du die Wette verloren hast gegen uns beide. 12 Monate, rauchfrei, Tendenz steigend. Und ich bin in Kuba, verdammt nochmal. Ich war also ein braver Junge. Wie auch immer, grüß die Mädels von uns, sagt Cassie, sie soll schon mal das Backgammon-Brett rausholen. Ich will meine Revanche. Also sie ist wahrscheinlich Cassie. Ich freue mich, euch alle in ein paar Wochen zu sehen, dein Kumpel Victor. Das wäre voll nett, wenn man jetzt irgendwie rausgehen würde und die Nate und Elena haben die anderen beiden irgendwie vielleicht vom Hafen oder so abgeholt. Gucken.
Hi. Ah, cool. Weg ist sie. Oh, wenn da eine Tsunami-Welle kommt, dann ist eher scheiße. Ist das Brett? Ach, das ist dieses Dead Island Remake, von dem ich so viel gehört habe. Jetzt fehlt nur noch der Rest unserer Crew. Darf sie schon Auto fahren? Also das Auto ist da. Vielleicht wurden sie von Außerirdischen entführt. Oder sie sind einfach zu Fuß unterwegs. Klettern kann sie nicht, wie ihr Papa. Ach, schön. Find's schön zu sehen, dass die so einen schönen Abschluss gefunden haben. Ah, das ist der Hund. Gästehaus oder jemand was haben da? Sie da? Nein, niemand. Oh, nicht, dass die im Gästehaus lustige Sachen machen. Das Essen ist hier. Doch mal ein bisschen gespannt, was da los ist. Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Wahrscheinlich sind die schon wieder auf irgendeinem... Du grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Auf irgendeinem... Trip und suchen irgendeinen Schatz und haben vergessen, dass sie eine Tochter haben. Oder die sagen sich einfach, nee, ist ja wohl alt genug, die wird ja wohl auch mal kurz alleine zu Hause bleiben können. Dann passt ja der Hund auf. Was sind wir denn hier? Du hast es rausgefunden. Cool. Wow. Das wurde toll gesäubert. Mit den ganzen Bildern. Ja. Den Namen gemacht. Ja, es gäbe dann schon noch genug Geschichten scheinbar zu erzählen. Mal gucken. Vielleicht kommen wir in ein paar Jahren doch nochmal zurück. Wie albern. Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Keine Chance. Einfach keine Chance. Was ist das denn für ein verbotener Schrank? Oh, die Abenteuerausrüstung. Ich wusste es. Was ist das? Das Kreuz. Kennen wir. Schädel kennen wir auch. Irgendwie cool. Oh, das Tagebuch. Oh, jetzt erfährt sie, dass sie nicht Drake heißt. Wow. Oh mein Gott. Das ist... kennen wir alles schon? Wow. Oh, sind das... sind das vielleicht, wenn man alle Aufzeichnungen gekriegt hat oder so? Das ist irgendwie... Hast du etwa nach Averys Schatz gesucht?
Hat er seiner Tochter nicht erzählt. Niemals. Ist das Dad? Sic Pavis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Das ist tatsächlich nochmal so mehr oder weniger das Ganze. Sie weiß gar nicht Bescheid. Das ist ja super. Oh, Scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool. Ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir sie einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, das, eigentlich das schon, stimmt. Ja. Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Die Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führt uns mitten in den Dschungel des Amazonas.
Oh, toll, toll. Was für ein tolles Ende noch. Schön. Ah, das, ah, das hat mir so gut gefallen. Bravo. Tolles Ding. Schönes Spiel. Wirklich ein schönes Spiel. Und oh, nach dem Schluss will ich noch mehr, dass das das letzte war. Das soll so stehen bleiben, als ja, soll nicht verwässert werden. Ach, in 5 Jahren. Dann mit der Tochter oder so, irgendeine so Geschichte. Aber ich find's cool, wenn quasi für Nate und für Elena das jetzt ihre Abenteuer waren, die wir mitgemacht haben. Die Tochter kann man auch wieder nachdenken. Wäre auch mal cool, so eine quasi so eine zweite Lara Croft irgendwie, ein bisschen anders vom Stil noch. Ach, aber das war toll. Das war wirklich toll. Schönes Spiel. Naughty Dog, Naughty Dog, Naughty Dog. Klar, im Detail immer wieder so kleine komische Sachen, aber das Ende hat es jetzt auch echt wieder so rund gemacht. Schön. War... Wie würde ich jetzt machen, die Reihenfolge? Ich würde sagen, Uncharted 1 mein Lieblings-Uncharted, weil es so, weil es sich so neu angefühlt hat. Auch wenn es spielerisch eigentlich nicht das Beste war. Also es hatte ja ganz viele Schwächen sicherlich auch, aber es war so, ah, da lernst du die Figuren kennen und irgendwie, das fühlt sich so richtig wie so ein gelebtes Abenteuer an, in der Form, wie man so in dem Ausmaß und in der Qualität einfach noch nicht erlebt hatte, dass er war. Das hatte das sowas Überwältigendes. Das zweite war auch sehr cool. War nicht richtig nett, obwohl es es war natürlich das Beeindruckendere technisch und auch in seinem ganzen Scope, also in seiner Größe und so. Das hat wahnsinnige Wellen geschlagen, das zweite. Und das dritte war sicherlich das Schwächste. Auch wenn es auch wieder sehr hübsch war und schöne, viele schöne Einzelszenen hat, hat es als Gesamtding nicht gut funktioniert. Oder nicht so gut. Eben weil diese ganze Geschichte im Nachhinein erst zusammengesteckt wurde. Weil sie erst die Level gebaut haben. Und das fand ich, hat man gemerkt. Ja, und das Vierer war jetzt hier, es hatte so ein bisschen seine Längen. Ich hätte mir noch ein, zwei mehr Locations gewünscht im späteren Verlauf. Also diese zweite Hälfte nur auf der Insel war mir ein bisschen hart. Also ein bisschen zu viel Dschungel. Ich hätte mir gern noch irgendwo was anderes erlebt. Noch irgendwie ein anderes Setting. Aber das Ende war fantastisch. Großartig. Also ein tolles, schönes, rundes Ende. So ein natürlich ein Wohlfühlende. Aber mein Gott, was soll's? Ist doch toll. Ich mag ja Happy Ends. Und dass auch keiner jetzt unbedingt sterben musste. Das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn sie einen hätten sterben lassen, aber sie haben ja auch gesagt, sie wollten jetzt nicht so auf Teufel komm raus, nur um so das Klischee zu erfüllen, jemanden sterben lassen. Und das hat jetzt auch gut funktioniert, gut geklappt. Ich hätte gern nochmal irgendwie gesehen, was vielleicht irgendwie mit der Nadine oder so war. Die hat mir auch richtig gut gefallen. Ich fand ich irgendwie cool als Figur. Auch die ganze Interaktion der Figuren miteinander fand ich sehr, sehr cool. Den Hauptbösewicht vielleicht jetzt sogar noch am schwächsten, weil er irgendwie so ein bisschen, er war eigentlich nur besessen und ein bisschen verrückt. Und da fand ich die Nadine schon irgendwie interessanter, weil ihre Reaktion ein bisschen nachvollziehbarer war. Ja, also toll. Toll, toll, toll. Kann man das überspringen? Oh, was gibt's jetzt hier? Bonus. Ach, das ist jetzt hier, das kann ich dann irgendwie freischalten. Waffen natürlich auch. Rendering Modi, das sind die ganzen unterschiedlichen Bildfilter. Das ist ziemlich cool. Ansicht, okay. Fertiges Land. Kreidestaub. Das ist auch cool.
Regenbogenland. 8-Bit. 8-Bit ist auch irgendwie geil. Ach, das sind jetzt hier nur Fotofilter. Und was gibt's hier für Spielmodifikationen? Spiegelwelt, Spiegelung bei Tod, Zeitlupe, Zeitlupenmodus, keine Schwerkraft. Ach, das ist ja lustig. 8-Bit-Audio, 4-Bit-Audio, Helium-Audio, 10-Bit-Audio. Okay. Ja, schön, schöne Sache. Ich glaube, den kompletten Abspann schaue ich mir jetzt nicht an, sondern ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle von euch und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Tut mir sehr leid, dass das so komisch jetzt gelaufen ist, dass das Let's Play jetzt auch über mir gelaufen ist und dann später auch noch ganz normal auf dem YouTube-Kanal kam. Wie schon mal gesagt, das war jetzt so nicht unbedingt zu erwarten, vor allem nicht, dass es so bald kam. Wenn, dann hätte es mal irgendwie geheißen, ja, ja, irgendwann mal später im Sommer. Von daher, würde glauben, ich wusste auch nicht, dass Martin das spielen würde. Wo wir eigentlich ganz klar darüber gesprochen hatten, dass es jetzt da ist und dass man es jetzt spielen konnte zum Release. Hab's ja extra gekauft und ja, kam halt kein Feedback. Was soll ich machen? Kann ich nicht ändern. Und ja, das war Uncharted 4. Schöner Abschluss für die Serie. Ich hoffe, es kommt jetzt hier nicht noch nach dem Abspann eine Szene. Falls doch, dann hänge ich die doch einfach irgendwie das extra noch so als Mini-Ding hinten dran. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Mir hat es sehr gut gefallen. Macht's gut, liebe Leute. Ciao.